Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platinum! Ja, in der letzten Aufgabe, in der letzten Aufnahme haben wir ein bisschen gefailt, weil ich einfach zu doof war, okay zu drücken. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht gesehen habe. Scheißegal, dafür sind wir jetzt immer noch da, wo wir sind. Kampf Nummer 2 steht an und wir wollen direkt fortfahren. Und es kommen Raichu, Stalos und Buschelin. Ich möchte Pokémon tauschen. Das sind die, mit denen wir aktuell kämpfen. Ich überlege, weißt du was, ich glaube, ich bleibe einfach mal bei dem Team und guck, was ich reißen kann. Oh, okay, der nächste Kampf, ich weiß auch gar nicht, wie lang das hier geht. Wäre ich Güldin, so wäre er nur ein rostiger Kupferton. Ja. Mal sehen, ob wir auch gegen diese Person, gegen diese Lady hier eine Chance haben. Wir haben uns ja nicht ganz so schlecht angestellt im ersten Kampf. Das war ja eigentlich noch ganz okay. Mal sehen, was hier ist. Wir sind ja hier in diesem Kampfareal. Keine Items. Kein Tausch von Pokémon. Hier musst du mit dem vorwärts kommen, das du hast. Und die Psychokinese killt es nicht, verdammt. Aber ich darf Gott sei Dank nochmal vor Raichu angreifen. Nur wegen seinem Ruckzucki war er voll Gott schneller. So. Lady Josepha. So, jetzt kommt der Stalos. Da werde ich weiter mit Psychokinese angreifen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Psyana habe. Denn das Psyana rockt schon ziemlich. Und selbst da kriegen wir die Hälfte weg, obwohl es nicht sehr effektiv ist. Das ist echt der Hammer. Jetzt die Frage, tötet uns Knirscher, weil es ist sehr effektiv gegen uns? Ja. Nicht so gut. Okay, Kravumps als nächstes. Und Kravumps sollte mit Aquawelle eigentlich einen sehr effektiven Treffer landen. Und, what the fuck? Es schwächt die Kraft, aber komm, das kann es nicht aufhalten. Doch, oh mein Gott. Na gut, es setzt nur Sandsturm ein. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das zieht mir jetzt nicht so viel ab, dass ich Angst haben müsste. So, Aquawelle ein zweites Mal und dann ist Stalos definitiv im Arsch. Sehr schön. Verdammte Axt. Ja, ich denke auch diesen Kampf werden wir gewinnen. Da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen. Buschelin kommt jetzt noch. Den sollte ich mit den zwei Pokémon, die ich aktuell habe, auf jeden Fall besiegen. Kaskade. Ja, kann das ruhig machen. Ich habe dummerweise jetzt gerade auf Aquawelle geklickt. Ich glaube... Oh, scheiße, zieht das viel ab. Alter. Hallo. What the fuck? Oh mein Gott, ein Volltreffer und Kaskade killt mich. Das ist jetzt eher nicht so gut. Puh, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Da hoffe ich doch einfach mal... Ach, blöder Ruckzuckhieb. Das ist Gott sei Dank nicht so stark. Dass eventuell Erdbeben das gewünschte Ergebnis bringt. Er sollte schon über die Hälfte abziehen. Und dann stehen die Chancen immer nicht so schlecht. Ja, 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 ja. Nein. Was hat das jetzt für eine Beere? Oh mein Gott. Das hat er echt ganz schön viel eigentlich nochmal gegeben. Aber ich sag mal, so ein zweites Erdbeben dürfte das nicht überleben. Wenn es trifft, dann haben wir das schon geschafft. Und er setzt Regentanz ein. Jetzt wird es ganz schön matschig hier mit Sandsturm und Regen. Aber egal, Erdbeben. Und dann ist das Ding hier eh gegessen. Ja, es geht doch. Okay, wir haben es noch geschafft. Hariyama rettet uns den Arsch. So. Dann würde ich sagen, direkt zu Kampf Nummer 3, ne? Das Team wurde geheilt. Kampf Nummer 3, ich bin bereit. Und es kommen Lucario, Schlappo und Tentoxa. Oh, Tentoxa.
Da die Tentoxa würde ich gerne Psyana aufbewahren. Kann ich rein theoretisch jetzt. Ich kann es nicht aushalten. Ich will es eigentlich an erste Stelle setzen. Ich könnte selber rein. Ah, ich kann mir eins das po der Pokémon aussuchen aus dem letzten Kampf. So war das. Und dann nehme ich. Was nehme ich denn da? Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Ich glaube, ich nehme mal Stalos mit. Stalos ist gar nicht mal. Darf ich halt nicht für den Toxer hernehmen? Ich würde es halt gerne. Ich würde halt gerne die Reihenfolge tauschen. Also, dass ich jetzt quasi mit Stalos anfange. Aber das scheint nicht zu gehen. Schulkind Lore. Jetzt kommt erstmal Lucario. Genau. Und da hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne. Weil mein Psyana will ich für Tentoxa aufheben. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler mit diesem Pokémon-Tausch. Aber ich brauche das Psyana am Ende. Psychokinese und dann war es nämlich. Aurasphäre. Oh scheiße, das ist sehr effektiv. Ja, dann war das natürlich eine dumme Idee. Scheiße. Ja. Damit stehe ich bei nur noch zwei Pokémon, was sehr schlecht ist. Ich setze wieder mein Erdbeben ein. Ist ja wohl klar gegen Kampf-Pokémon, dass das sehr effektiv ist. Und deswegen sollte auf jeden Fall Lucario jetzt auch sofort down sein. Andernfalls habe ich gar keine Chance mehr. Okay. So geht's. Wenn ich jetzt noch mit Hariyama das nächste Pokémon besiege, dann sollte das eigentlich klappen. Weil ich dann auf jeden Fall mit Psyana hier mal das Tentoxa besiegen kann. Dieser Ableithieb ist ja eigentlich auch ziemlich nett. Gut, war jetzt halt ein Volltreffer, deswegen sah es recht mächtig aus. Aber mit Hariyama fühle ich mich schon ziemlich sicher. Zweimal Erdbeben, das war es dann auch. Vielleicht kriegt er sogar noch Tentoxa alleine weg. Das wäre natürlich ein Riesending. Also ohne Hariyama würde mir hier gar nichts reißen. Sehr gut. Und Tentoxa kommt rein. Selbst wenn Tentoxa jetzt Hariyama besiegen würde, mit einer Psychokinese wäre das Ding hier sofort erledigt. Es kommt Surfer. Wird bestimmt gut was abziehen. Ja, oh, nicht schlecht. Ach scheiße, Armstoß war nicht so effektiv. Also, ja, ist es nicht, aber... Naja, gut, okay. Kann ich jetzt rein theoretisch noch mit leben? Okay, setzt Barriere ein. Das heißt, die Verteidigung steigt stark. Sollte aber mein Erdbeben sollte trotzdem noch viel reißen, denn... Boden ist ja auch gegen Gift. Sehr effektiv. Und da hilft dir selbst die gute Verteidigung. Oh, doch, hast du überlebt. Ja, Eissturm. Ich bin überrascht. Also, Hariyama macht hier seinen Sologang. Sehr geil. Oh, Tatsache, er schafft's wirklich, Mann. Wir machen jetzt nämlich einfach noch Armstoß. Einfach so just for fun. Und das war's für den Tentoxa. Wahnsinn! Solo-Run von Hariyama, ich bin begeistert, wirklich. Und ich denke nicht, dass ich mir jemanden aus diesem Team holen werde. Ich denke, ich werde mit diesem Team weitermachen. Stalos diesmal ein bisschen besser einsetzen. So, Mammutel, Spuntank und Turtok. Nein. Ich denke, ich mache das so. Ich denke, mit dieser Kombi fahre ich jetzt ziemlich gut. Pikachu? Naja, ist halt so. Oder ist nur jemand, der sich verkleidet hat? Ist schon jemand, der sich verkleidet hat, oder? Ja. Pokekind Karina. So, Mammutel. Mammutel.
Ich will mit Psyana eigentlich nie anfangen. Das nervt mich am meisten, dass ich das nicht ändern kann. Aber gut, das muss ich halt jetzt, da muss ich jetzt irgendwie mit leben. Ja, Psychokinese zieht halt einfach geil was ab, Mann. Oh, und jetzt kommt selber Erdbeben. Wird mich wahrscheinlich auch kurz von... Oh, oh. Alter, Erdbeben mega stark und besiegt mein Psyana. Jetzt kommt Stalos, ist ganz klar, dass Stalos jetzt kommt, weil der muss vor Turtok ja quasi auch schon weg sein. Ja, dann machen wir jetzt einen Eisenschädel. Ah, Hagelsturm. Das ist jetzt mir eigentlich egal. So, das ist sehr effektiv und besiegt Mammutil damit definitiv. Okay, damit stehen wir wieder bei 2-2, jeder mit vollen Pokémon, allerdings auch mit Hagel, ne? Hagelsturm zieht aber nur 16 ab. Oh, jetzt kommt Turtok. Naja, war ja klar, ne? Weil Wasser wird mein Stalos sofort weghauen. Aber ich probiere, dass ich noch einen Eisenschädel durchbringe. Okay, das kann ich damit offiziell vergessen. Denn das Turtok, beziehungsweise die Hydropumpe wird mich natürlich sofort vernichten. Selbst mit dieser Beere dürfte ich das nicht überleben. Ja. Da habe ich ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Und jetzt wird es ein bisschen eng. 2 gegen 1. Ich meine, gerade eben hat Hariyama alles rausgerissen. Aber ob er das nochmal schafft gegen Turtok und das andere, das weiß ich nicht. Und vor allem, weil er gleich nochmal Hydropumpe durchbringt. Ich glaube, diesen Kampf packen wir nicht. Nein. No way. Alter, was ist denn das? Nicht mal Volltreffer. Wenn mein Erdbeben das Turtok jetzt nicht killt, was es natürlich nicht tut, ja, dann war's das. Huh! Das ist schade, das ist bitter. Leider dürfen wir keine Items einsetzen. Dementsprechend werden wir jetzt einfach verlieren. Und gut ist. Eis natürlich. Da haben wir keine Chance. Nee. Das war's. Ausgerechnet gegen das Pokekind verlieren wir. Gut, da war jetzt... Nein. Ja, da war jetzt leider nicht mehr viel möglich. Schade eigentlich. Aber okay. Das bedeutet, dass wir jetzt hier das schon mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich das noch so weit mache, dass ich es durchschaffe. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich machen werde, ist auf jeden Fall den großen Turm werde ich durchmachen. Also den Duellturm. Den werde ich durchspielen. Die anderen will ich mir eigentlich nur angucken. Ja. Also wir haben jetzt den ganz rechts oben gemacht. Jetzt gucken wir uns als nächstes... Ups. Als nächstes den hier an. Jetzt, wo ich auch weiß, dass ich auf OK drücken muss, wird das überhaupt gar kein Problem sein. Und was da abgeht, das sehen wir zusammen im nächsten Part von Pokémon Bloody Platinum.